Sie stocken kurz. Oh, die gehen. Der Preis ist nicht so hoch. Ich habe Land dafür gekauft. Hallo, die Technik, die Wartung kostet Geld. So eine Achterbahn ist doch nicht geschenkt, Freunde der Nacht. Da gibt's doch nicht. Das ist die höchste Achterbahn, die es gibt. 100 Meter und dann geht's runter bis auf Meeresspiegel. Durch Berge durch. Mit einem Kanonenschuss. Und ihr seid nicht bereit, 4 Euro dafür zu bezahlen? Okay, ich mach's anders. Ich mach's anders, ich seh's ein. Ihr habt recht. Drei Euro ist der Preis in Ordnung. Ihr habt recht. Ich gehe über einen anderen Faktor. Ich gehe über den Eintrittspreis, der noch viel zu billig ist. Auch das finde ich schade, dass da Blumen im Weg wachsen. Ist ganz einfach, also wer bei der Achterbahn das Geld nicht zahlen will, zahlt das Geld halt am Eingang. Irgendwie kommen wir schon zur Kohle. Es meckert aber scheinbar keiner bei 4 Euro. Bei 5 sagen sie auch noch, der ist in Ordnung. Also mein Park scheint eine Attraktion zu sein. Die Leute sind bereit, 5 Euro und mehr dafür zu bezahlen. Und trotzdem geht irgendwie der Wert nicht hoch. Ah, jetzt gibt es welche, die sagen, der Preis ist sehr hoch für die Attraktion, die es hier gibt. Dann machen wir 4,50. Jetzt meckern auf einmal viele Leute rum. Warum? Warum jetzt? Lass mich raten, irgendwas war gerade in Wartung und defekt. Also 4 Euro bezahlen, so viel steht schon mal fest. Wir müssen mehr Plus machen, sonst gehe ich pleite. Ich will nicht pleite gehen.
Hier ist eine komplette Fressmeile mit Toilette und die Leute sagen, ihre Bedürfnisse werden nicht erfüllt, sie sind unglücklich. Die hängen hier irgendwie, oder? Anders kann ich mir das nicht erklären. Da ist so eine Toilette. Überfüllt. Okay, wir brauchen mehr Toiletten. Warum sagen die das nicht einfach vorher? Warum melden die sich nicht? Warum schreien die nicht, dass sie Toiletten brauchen? So, machen wir dann noch eine. Und dann machen wir hier hinten noch eine. Und dann bauen wir hier noch eine. Und dann reicht das Geld nicht mehr. So, und alle Toiletten brauchen natürlich den Preis synchronisiert von 50 Cent. Danke, schön, dass wir drüber geredet haben. Wenn Toiletten das große Problem sind, finden wir doch Abhilfe. Warum gibt es noch immer Leute, die unhappy sind? Was bewegt dich? Du hast Durst. Also bitte, wir haben noch hier genug Getränke. Ja, ich würde jetzt gerne Softdrinks bauen hier hinten für die Teenager bei den Achterbahnen. Aber blöderweise haben wir gerade kein Geld. Wir müssen also erstmal damit leben. Wieso machen wir eigentlich 113 Miese? Ich verstehe es nicht. Wir brauchen mehr Einnahmen. So, wir haben zwei Achterbahnen. Das ist eine gute Frage, was sie zum Preis von Ballons sagen. Der ist in Ordnung. Könnten noch ein bisschen hochgehen. Also momentan finden sie es in Ordnung, aber es kaufen eh so wenig Leute Ballons. Ja, die finden jetzt den Preis sehr hoch. Wollen wir 280, oder? Was sagen sie denn zu 280?
Wir brauchen halt mehr Besucher im Park. Das kriegen wir nur hin, wenn unser Park levelt. Und er levelt mal wieder nicht. Preise sind in Ordnung, sagen sie. Nur einer beschwert sich, der Preis wäre zu hoch. Ey, es geht darum, den Thriller zu retten. So, und dann machen wir ein leichtes Plus mit dem Park-Eintrittspreis und den Ballons. Und weil wir jetzt ein leichtes Plus kriegen, können wir den nächsten Shop eröffnen. Und zwar machen wir einen Softdrink. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht im Park. Machen wir hier einen Softdrink. Wir laden hin. Den finden nämlich Teenager super. Und die haben, glaube ich, bisher nichts zu trinken. Und die sagen jetzt instant, wir stürmen diesen Shop. Ne, wir haben doch zwei. Das ist Softdrink Shop 2. Hier haben wir auch noch einen. Habe ich mich getäuscht. Aber dann gibt es hier hinten jetzt auch noch Softdrinks. So, Bänke. Mülleimer. Tja, was soll ich sagen? Also wir könnten auf jeden Fall mehr Besucher haben. Wenn wir das Glücksgefühl noch ein bisschen steigern würden. Was stört euch denn? Wir laufen am Trinkeshop vorbei und finden nirgends einen Trinkeshop. Da sind wohl Erwachsene, die wollen wohl einen Kaffee. Ich habe aber gerade kein Geld, um einen Kaffeestand zu eröffnen. Also haben wir hier einen Kaffeeshop, die müssten nur mal einen anderen Weg nehmen. Es ist kurios, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, was ich manchmal machen soll hier mit denen. Das ist halt brutal, dass der Kreis hier auch noch brennt und dann fährt da eine Achterbahn durch. Wie bekomme ich nur Geld rein? Indem wir dieses Karussell hier
aufwerten. Eventuell. Dann wird A mehr dafür gezahlt und es macht B mehr Freude. Fünf Leute sind nicht so wirklich glücklich. Die sind auf dem Ausgang. Die finden nichts zu essen. Wieso nicht? Wir hatten Spaß auf dem Piratenschiff, der Achterbahn. Was seid ihr denn für Leute? Teenager? Von Burgerladen. Oder ein Kebab-Shop. Ich könnte hier draußen einen Laden aufmachen vom Eingang. Ich glaube, denen geht's so gut. Ja, das Geld reicht nicht. Wie so häufig reicht bei mir mal wieder das Geld nicht? So, das wird schon von den ganzen Achterbahnfahrenden Jugendlichen. Die gehen jetzt alle hier vorbei und wenn sie Hunger haben, können sie hier was essen und dann werden die beliebter. Happier, glücklicher. Besser. So, wenn die jetzt auch noch kommen und stellen sich da an, müssen wir hier was ändern. Ja. So, dann bin ich gespannt. Mir ist übrigens die Tage was Lustiges passiert auf YouTube. Ich habe ein Claim bekommen. Für ein Radsportmanager-Video, mal wieder. Das sind ja bei mir eh die meistgeclaimten Videos. Deshalb spiele ich Radsportmanager, wenn ich ein Let's Play ja auch nur noch ohne Musik. Das Interessante ist, geclaimt wurde diesmal die Stille. Also ich habe was gesagt und dann überlegt. Und dann wieder was gesagt. Und diese Stille... Die stimmt überein mit einem Meditationsvideo von irgendeinem Franzosen. Und da haben sie mir das Video weggeclaimt. Wegen der Stille. Da frage ich mich langsam, wo geht das noch hin? Das nächste, was dann wahrscheinlich passiert, sie claimen ein Video, weil, keine Ahnung, ein schwarzes Bild zu sehen ist? Oder so, ich habe keine Ahnung. Es wird immer verrückter. Ich habe natürlich Einspruch eingelegt. Mal gucken, was daraus wird. Das Schlimme ist, wenn du Einspruch einlegst bei YouTube, das wusste ich nicht.
hat die Gegenseite tatsächlich 30 Tage Zeit darauf zu reagieren. Das ist eine Frechheit. Und erst wenn die Gegenseite dann nichts mehr macht, dann sagt YouTube, sie geben das Geld frei. Das ist unglaublich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, aber das ist echt ein Highlight. Wo ist der denn? Ach, der ist noch in der... Da! Noch nicht mal im Park angekommen, ist er schon impossifiziert. Tja, wenn sie jetzt schon Stille claimen, dann dauert es nicht mehr lang. Wir haben nur noch Schwarzbild, was geclaimt wird. Und ich glaube, das wird dann der Zeitpunkt sein, wo ich sage, wisst ihr was, dann macht euer YouTube doch einfach ohne mich. Es wird mir langsam zu blöd. Ich würde hier so gern die Musik laufen lassen. Ich habe so Angst davor, dass YouTube dann wieder 200 Videos claimt. Dass ich alles so leise gedreht habe, dass man es kaum hört. Und das ist das Schlimme dran. Und dass vor allem YouTube nichts dagegen macht. Also eigentlich müssten die hingehen, wenn ein Einspruch kommt, müssten die sagen, wir gucken uns jetzt mal das Originalvideo an. Und das Video an, das ist nicht übereinstimmend freigegeben. Und der kriegt eine Verwarnung, weil er was geclaimt hat, was nicht sein Content ist. Dann wird mal Ordnung herrschen. Aber das machen sie nicht. Das ist zu viel Arbeit. Außerdem passiert ja auch das Claimen automatisch. Das hat er ja gar nicht selber gemacht. Mit anderen Worten, die Leute haben mein Video nicht mal gesehen und es wird von einem Computer geclaimed und jetzt müssen die sich mit dem Einspruch beschäftigen. Wer weiß, ob die wissen, wo man das überhaupt machen kann. Würde mich nicht wundern, wenn das jetzt 30 Tage dauert und dann mein Einspruch bestätigt wird und ich dann vom Video das Geld gut... Also es ist halt ein Witz. So, wie sieht's in dem Park aus? Wir brauchen mehr Gäste. Und weil wir mehr Gäste brauchen, brauchen wir mehr... Warum haben die keinen Spaß? Ja, Gott sei Dank. Wir haben sauber, wir reparieren, hier fahren Achterbahnen, hier fahren Karusselle, hier wird impossified bis zum geht nicht mehr. Und sie haben keinen Spaß. Immer bei Level 4 habe ich das Problem. Ich meine, guck mal, die hängen sogar über die Kante raus, ja? Die haben das Gefühl, sie fliegen darüber, wenn die hier losfahren. Ja, das Problem ist, kann ich mir es leisten? Ja gut, mittlerweile machen wir $900. Mir fehlen ja nicht oft die Worte. Ja, genau, dann... Wenn dir nicht oft die Worte fehlen, dann sei einfach ruhig.
guck mal da. Der Laden brummt. Und meine Grafikkarte brummt auch und schreit. Weil jetzt die Sonne untergeht oder so. Liegt das jetzt am Animateur? Die 80 Punkte, oder haben sie sich gerade mal wieder kurzzeitig entschieden, dass irgendwas besonders cool ist im Park? Dafür ist gerade nicht sauber. Wir müssten es mal zusammenkriegen, dass die Leute Spaß haben und es ist sauber. Da ist er. Wieso kostet das eigentlich Instandhaltung? Das Kostüm oder was? Jetzt sehen wir es gleich. Wir hatten ja einen eingestellt und Impossified. Jetzt haben wir nur Impossified, den dritten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Wenn wir jetzt dauerhaft über 300 gehen, dann müssen wir unsere Animateuren in Zukunft Impossifyen. Er will einfach nicht. Wir waren eben schon auf 310. Da hat es nicht gepasst von der Sauberkeit her. Was mir einfällt, was wir mal machen könnten, was durchaus ein Problem darstellen könnte. Ich sag nichts ist so, aber ich habe so eine Vermutung. Wo sind sie denn, was ich suche? Das ist einfach nur ein Scheißwitz. Da sind sie doch, die habe ich doch gesucht. So, wir machen mal hier noch einen Personalraum hin und hier drüben machen wir noch einen Personalraum hin. So, dann haben die nämlich hier vorne am Eingang, hier hinten haben sie einen Personalraum, da haben sie einen Personalraum und da haben sie einen Personalraum. Und dann brauchen die nicht immer so weit zu laufen für in einen Personalraum und dann sind sie vielleicht auch schneller wieder am Arbeitsplatz und kriegen so insgesamt den Park sauberer und besser unterhalten, damit wir dauerhaft hochgehen auf über 300 und dann ein Level abmachen.
Weil wir bräuchten es langsam. Dass wir unsere 1500 Gäste empfangen können.